Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den die besten Schwenkschleifer-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Schwenkschleifer-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Bosch Schwenkschleifer PSS. Mit dem Bosch Do-It-Yourself Orbitalschleifer konnten wir Oberflächen extrem schnell aus unserem Orbitalschleifer entfernen. Der Motor mit 200 Watt ist wirklich stark und bedient das Schleifpapier mit bis zu 24.000 Vibrationen pro Minute. Das Gerät wurde so konzipiert, dass die resultierenden Vibrationen durch das Gehäuse weitgehend kompensiert werden und weniger auf die Arme wirken. Das Handling wird durch den einzigartigen Stil des DeWalt vereinfacht, der mit weichen Einsätzen gepolstert und ergonomisch geformt ist. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Mannesmann Elektroschwenkschleifer. Dieses Modell bringt es auf eine Leistung von 200 Watt und eine Geschwindigkeit, die zwischen 6.000 und 11.000 Transformationen pro Minute eingestellt werden kann. Der Motor ist nicht übermäßig stark, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier beeindruckend. Im Allgemeinen ist dieser Orbitalschleifer ohnehin nur für den persönlichen Gebrauch gedacht, aber dort, wo er ebenfalls hervorragende Arbeit leistet und weiche Produkte wie Holz sehr sorgfältig abschleift. Unser Orbitalschleifer-Test hat tatsächlich auch gezeigt, dass das Gerät mit seinen abgerundeten Dials und damit auch bei längerer Arbeit sehr gut in der Hand ist. Auf Platz 3 haben wir die Bosch Schleifmaschine PSS. Der Motor des PSS 250e beschleunigt das Schleifpapier auf ein Optimum von 24.000 Vibrationen pro Minute und kann bis zu 14.000 Transformationen bewältigt werden. Es arbeitet mit einer Leistung von 250 Watt und ist aus diesem Grund ziemlich stark, aber aufgrund seines besonderen Stils, aber immer noch vibrationsarm. Für unseren Orbitalsandertest funktionierte daher auch das längere Schleifen effektiv. Darüber hinaus ist das Guard-Kit mit einer Mikrofilterbox ausgestattet, die kollabierende Produkte sofort absorbiert. Übrigens können sowohl Basissandpapier als auch Variationen mit Velcro-Haftung gesichert werden. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Makita Bo 3711 Schwenkschleifer. Der Bo 3711J entspricht dem Bo 3711, enthält aber einen Fall, in dem das Gerät sicher aufbewahrt werden kann. Das Gerät wird von einem 190 Watt Motor angetrieben, der Testflächen in unserem Orbitalschleifer sehr schnell erodiert hat. Positiv ist auch, dass eine Maske besteht, mit der man die Löcher für den Luftverbrauch im Schleifpapier einstechen kann. Auch für das Management können wir den Hersteller loben. Damit funktionierte unser Orbitalschleifer das lange Zeit gut, ohne dass es unangenehm wurde. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Makita Bo 3711J Schwenkschleifer. In unserem Orbitalschleifertest wählen wir die Makita Bo 3711 als Sieger, da sie extrem gut ausgerichtet, aber dennoch kostengünstig ist. Es handelt sich um einen 190 Watt Motor, dessen Geschwindigkeit ständig eingestellt werden kann, und verfügt über eine besonders robuste Grundplatte, die mit Aluminium verstärkt wurde. Darüber hinaus ist das Gerät so konzipiert, dass wirklich wenige der Vibrationen in den Umgang mit und auch lange Arbeit auf großen Oberflächen ist kein Thema. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.